Hallöli ihr Lieben und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen was gelevelt, ihr seht's. Und wir können jetzt kräftig Schritte verteilen, beziehungsweise ich fürchte, so viele können wir gar nicht verteilen. Denn wir fangen mal mit Waka an. Wir haben nämlich keinen einzigen Ability-Spheroiden gefunden und wir haben nur noch einen. Aber dafür können wir jetzt den Ability Heap lernen. Und damit ist dieses Problem auch ein für alle Mal aus der Welt. Nur, das wird heißen, wir können mit den anderen noch nicht sehr viel machen. Na, mal schauen. So. Lulu kann sich, ja gut, die kann sich noch relativ weit bewegen. Und Kraft- und Wunder-Spheroiden verbrauchen. Alles sehr schön. So, hier kann sie noch hin und jetzt würde sie hier lernen, sammeln. Und das kann sie nicht, weil wir haben keine Ability-Spheroiden mehr. Okay, halb so schlimm, weil sie hat hier jetzt ihre maximale Schrittzahl verbraucht. Yuna, wo kannst du denn hin? Du kannst dich erstmal hierhin bewegen. Und dann machst du nochmal. Das Schöne ist, man kann ja immer das Feld, auf dem man steht, und alle angrenzenden aktivieren. Das heißt, man kann sich immer in diesen schönen Dreierschritten bewegen. Was ganz okay ist, gefällt mir ganz gut. So, jetzt kann sie hier Engel. Engel ist ein Weißmagie-Zauber, der kann tote Mitstreiter im Kampf wiederbeleben. Aber, wie gehabt, kein Ability-Spheroid, keine neue Ability. Tidus. Der kann hier jetzt Hast lernen, beziehungsweise könnte es, wenn wir Ability-Spheroiden hätten. Und ich würde das so gerne lernen, weil das ist wirklich eine sehr schöne Fähigkeit. Wir werden die im nächsten Bosskampf noch lieben lernen. So, Kimari, du lernst ja eh kaum Abilities, du solltest keine Probleme bekommen damit. Ja, ihr seht, Kimaris Weg ist echt... Ja, das ist so richtig, das ist der korrekte Terminus technicus. So nennt man das unter Fachleuten. Okay, noch einmal aufladen. Und ich sehe mich noch ein bisschen im Wald um. Die Kämpfe dürften jetzt wesentlich einfacher sein. Aber wir schauen mal. So, Yuna, was machst du? Du machst am besten erstmal gar nichts. Waka, mach die Biene tot. Nicht, immer noch nicht vernichtet, okay. Wir tauschen nochmal Kimari rein. Oh! Das kam jetzt unerwartet. Da brauchen wir Yuna. Waka ist versteinert. Und versteinert ist ein ganz ekliger Zustand. Weil erstens kann er jetzt nichts mehr machen. Und zweitens, wenn er jetzt einen normalen Angriffstreffer kriegt, kann es sein, dass er zerspringt. Und dann ist er nicht nur tot, sondern ist er komplett aus dem Kampf raus. Dann können wir ihn nicht mal wiederbeleben. Dann kriegen wir ihn erst im nächsten Kampf wieder. Aber mit Medica... Jetzt habe ich leider ein bisschen drüber gequasselt, was Yuna gesagt hat. So, du benutzt jetzt den Ability Heap auf diesen Dino-Salamander. Und das heißt, wir kriegen von dem einen Ability-Spheroiden. Der Gegner muss mit diesem Ability Heap nicht getötet werden. Er muss nur einmal davon getroffen werden, bevor er getötet wird. So. Jetzt können wir Tidus den Hastzauber beibringen. Der Hastzauber macht uns schneller. Schlicht und einfach. Oh, was ist das? Hier hätte den Zeithieb gegeben. Der Zeithieb ist im Grunde wieder Ability Heap, nur mit Zeit. Den haben wir jetzt, da sind wir jetzt dran vorbeigelaufen, aber ehrlich gesagt, den brauchen wir auch nicht. Weil Zeitspheroiden werden wir in Hülle und Fülle finden, früher oder später. Und es gibt später noch eine andere Methode, mit der wir entsprechend an Zeitspheroiden kommen. Also bevor wir da Probleme kriegen, also ich sehe nicht, dass wir da überhaupt Probleme kriegen. Zumal ich ja auch noch die Power-Leveling-Sessions ab und zu einschiebe. So, damit sind alle Schritte verteilt. Sehr schön. Ja, weiter Schatzsuche im Wald. Ich hoffe, ich finde hier was, aber ich war mir sicher, hier gibt es auf jeden Fall einen Schatz, den ich auf keinen Fall verpassen möchte. Aber vielleicht kamen die alle erst hinter dem Boss. Das kann natürlich sein. Oh, ekliger Kampf.
Den habe ich, beim Leveln auch ein paar Mal gehabt. Das zwei von denen, das ist wirklich widerlich. Da gibt es auch eigentlich nur eine adäquate Antwort drauf. Und das ist eine Bestia rufen. Oder, eigentlich fällt mir ein, es ist eine gute Gelegenheit, gleich mal Lulus Ekstase zu zeigen. Aber sie ist sehr unspektakulär. Beziehungsweise, ich kann sie nicht besonders gut. Lulus Ekstase ist Wut. Bei Wut können sie einen Zauber in etwas schwächerer Form mehrfach zaubern. Wie oft hängt davon ab, wie schnell ich es gleich schaffe, den Stick im Kreis zu drehen. Und ich sag's euch, zum einen habe ich ein schlechtes Gamepad, aber auch mit einem original PlayStation 2 Gamepad konnte ich das nie sehr gut. Aber ich schau mal, was ich hinkriege. Eins, zwei, ich drehe am falschen. Okay, ich habe das falsche Gamepad gedreht, mein Fehler. Normalerweise schaffe ich dann so 5, aber theoretisch möglich sind, glaube ich, 20. Aber mehr als 7 habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Naja. Gut, wie gesagt, eine adäquate Antwort auf diese Mistviecher ist Walfaris. Jetzt seht ihr die kurze Fassung. Und es wäre sehr schön, wenn Walfaris jetzt eine volle Ekstase hätte. Hat er leider nicht. Kann man nichts machen. Aber er ist sehr gut im Ausweichen. Und ich spekuliere ein bisschen darauf, dass er relativ bald eine volle Ekstase haben wird. Das war ein kritischer Treffer übrigens. Vielleicht, na gut, die Ekstase wäre jetzt verschwendet. Jetzt machen wir es auch nicht mehr. Obwohl, ich erwische jetzt, ich würde jetzt beide mit der Ekstase erwischen. Ja komm, aber machen wir ausnahmsweise mal den Laserstrahl, der reicht auch. Um sie vernichten zu erwischen und dann sieht man den auch mal, den zeige ich ja so selten. Okay, anscheinend war das echt so. Naja, gucken wir uns mal um. Irgendwas finden wir hier. Es gibt hier eine Kiste, die will ich auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen bin ich so scharf drauf. Okay, ja. So, wir rufen einmal Waka auf, damit er was macht. No worry. Das gleiche gilt für Lulu. Ja, es ist ein bisschen doof, aber wenn man die Punkte wirklich, wenn man wirklich das Maximum aus den Kämpfen rausholen will, dann muss man immer alle Leute einmal was machen lassen. Das ist ein bisschen dämlich, aber man gewöhnt sich dran. I'm here. Und ab einem gewissen Punkt im Spiel werde ich eh nur noch mit drei ganz bestimmten Teammitgliedern spielen. Aber das dauert noch eine ganze Weile. So, ich rufe jetzt Walfaris, weil der wird den Gegner besiegen können und ich will, dass der seine Ekstase voll bekommt. Und vernichten schafft er auch. Sehr cool. War das denn hier? Kann das sein? Hier unten? Nee, aber da oben vielleicht? Mann, das wurmt mich, dass ich diese eine Kiste nicht finde. Ich find's immer noch lustig, wie das klingt. You called? Lulu noch mal eingesetzt. Let's end this. Waka darf einmal den Ability Heap auf diesen Gegner einsetzen, damit wir den auch haben. So, macht jetzt natürlich kaum Schaden. Richtig, Lulu, nur Magie, aber nicht deine, weil wir machen es wieder wie eben. Wir rufen schnell Walfaris, damit er ein bisschen Ekstase farmt.
So. Und Wasser. So, ihr habt gerade gesehen, der Gegner hatte den Ability-Wandler-Effekt. Und das heißt einfach nur, dass er uns einen Ability-Spheroid hinterlassen wird. Beziehungsweise wahrscheinlich zwei, weil es war ja vernichtend. Mal gucken. Ja, genau. Zwei. So, alle haben mittlerweile ein paar Schritte. Beziehungsweise alle haben einen Schritt. Aber besonders auf Lulu will ich dabei achten, weil sie hat ja eine Ability. Eine Ability. Ja, eigentlich komisch, dass man hier an dem Begriff Ability festgehalten hat, obwohl man viele andere Begriffe ja im Laufe der Zeit übersetzt hat. Nein, da will ich doch noch nicht hin. Das ist der richtige Weg, da will ich nicht lang. Ich will erst diese vermaledeite Truhe finden. Oh, Hinterhalt. So, ich benutze jetzt einmal sofort den Wasserzauber, weil ich will den Kampf beenden. Ich möchte nämlich eigentlich noch einmal zum Speicherpunkt, weil unser Walfaris ist ziemlich schwach auf der Brust. Und von dem möchte ich tatsächlich, dass er auf jeden Fall noch seine Ekstase vollkriegt, bevor wir in den nächsten Abschnitt gehen. Denn ihr ahnt es schon, da gibt es dann einen Bosskampf, der nicht wie der Kampf gegen Ochu bzw. Küsschen optional ist, sondern storyrelevant. You'd best stop that. Walker's in charge of flyers, remember? Ja, okay. Wenn du meinst, aber ich habe eine viel bessere Idee, du frierst den einfach ein. Oh. Yuna ist tot. Dafür gibt es das Item Phönixfeder. Damit können wir tote Mitstreiter wiederbeleben. Ist genau wie der Engelzauber, nur eben als Item. Nein, okay, er ist nicht genau wie der Engelzauber, weil die Phönixfeder. Der Engelzauber würde auch noch. Der Engel. Oh, wie süß. Der Engelzauber würde auch noch ein paar Lebenspunkte wiederherstellen. Die Phönixfeder nur ganz wenige. Oh je. Okay, Tidus hätte jetzt im Prinzip Ekstase voll. Benutzen wir jetzt ausnahmsweise nicht. Normalerweise sollte man Tidus Ekstasen nicht aufsparen, im Gegensatz zu allen anderen. Tidus Ekstasen einfach immer sofort benutzen. So, wir rufen Lulu. Ja, die ständige Auswechselei ist ja jetzt schon nervig und ich sag's schon mal, wir kriegen noch zwei weitere Gruppenmitglieder im Laufe der Zeit. Dann wird das richtig eklig, aber nur einer von denen ist nützlich. Das andere Gruppenmitglied haben wir schon mal gesehen, das ist Riku und Riku ist kein starker Charakter, wirklich nicht. So, Tidus einmal. Jetzt zeige ich's einmal, seine Ekstase, die Schwerttechnik. Also ich hab's ja schon mal gezeigt. Nur, man soll sie deswegen immer einsetzen, weil dadurch, dass Tidus Ekstasen benutzt, lernt er neue Ekstasen. Und das wollen wir, weil der kriegt später sehr starke Fähigkeiten. So, jetzt nehmen wir Walfaris und Walfaris wird jetzt einfach ein bisschen Schaden fressen, damit seine Ekstase voll wird. Und dafür machen wir hier, wo andere Abwehren hätten oder flüchten, haben wir harte Tour und sanfte Tour. Sanfte Tour ist quasi Abwehren, dann steigt die Ekstase von Walfaris gar nicht, aber er nimmt dafür auch sehr wenig Schaden. Oder harte Tour, dann nimmt er extra viel Schaden, aber die Ekstase steigt auch extra stark. Und das machen wir, harte Tour. Ums, habt ihr gesehen? So, nochmal harte Tour. Und schon ist sie voll. So gefällt mir das. Und jetzt macht er den Gegner noch fertig.
Es ist im Allgemeinen eine gute Strategie in diesem Spiel, dafür zu sorgen, dass die Ekstasen immer voll sind. Von den Bestia zumindest. Ist hier die Kiste? Was bist du? Ja! Den wollte ich haben! Abwehren. Lulu macht erstmal nichts. Wir holen Waka rein. Der macht auch nichts. Wir holen Kimari rein. Der macht auch nichts. Und wir holen gar nichts. Wir machen jetzt den Angriff. Und vernichtend. Übrigens, wer es nicht weiß, in der Steam-Version kann man auf F1 drücken und dann läuft das Spiel doppelt so schnell. Das habe ich natürlich beim Leveln benutzt. Das mache ich aber im normalen Let's Play nicht. Man kann mal nochmal drauf drücken, dann läuft es viermal so schnell. Ich zeige mal kurz, wie schnell man sich dann bewegt. Ist ein bisschen doof fürs Let's Play. Ich wollte nur mal gesagt haben, dass es geht. So, jetzt gehen wir den Weg, den wir eigentlich gehen sollen. Ach ja, der Fortuna-Spheroid. Ich erkläre es mal kurz, ich benutze ihn aber noch nicht. Oh, erstmal lernen wir den Engelzauber. Okay, ich kann es gerade nicht zeigen, aber der Fortuna-Spheroid verwandelt ein ist wie der MP-Spheroid, der macht aus einem leeren Feld ein Glücksfeld. Das Problem ist, Glücksfeld ist natürlich eine coole Sache, wir haben aber keinen Glücksspheroid, mit dem wir das dann aktivieren können. Das heißt, der liegt jetzt erstmal auf Reserve. Da können wir erstmal nichts mitmachen. Aber es ist gut, den zu haben, weil Glück ist eine sehr wertvolle Eigenschaft. Besonders für Yuna. So, jetzt geben mir ein bisschen die Worte aus, was ich im Kampf erklären kann, aber ich denke, ihr kommt da auch so mit zurecht. Mal sehen, ob das schon für vernichtend reicht. Nee. Ich glaube, 500 braucht er, damit es vernichtend ist. Oder 600? Irgendwo sowas. Sind ziemlich zähe Mistviecher, diese komischen Dornenspucker. Was sagt denn die Uhr? Ah, haben wir noch Zeit. Oh, oh. These stone steps have a history, you know. Yep, Lord O'Hanlon trained here at his peak. Okay, Leute. Guckt euch mal diese Plattform an. Sieht die nicht schon verdächtig nach einer Kampfarena aus? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch meint. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready? Hey! Hey! Ah, huh? Hey! Nice. Kimari schüttelt den Kopf. Und Lulu? Kids. Oh, wie süß. So, hier speichern wir mal. Wir machen noch nicht Schluss, keine Angst. Wir überschreiben immer noch den Nummer 4. Oh, das war jetzt, wenn jetzt irgendwas mit der Aufnahme schief geht, war das vielleicht eine dumme Entscheidung. Egal. Ich hoffe mal, dass alles gut geht. Everyone, quick! Sinspawn! Sinschuppe haben wir auch schon ein paar von gesehen. Und das sind immer eklige Gegner. Ja, und wie gesagt, es sah doch schon mega nach Kampfarena aus, diese Plattform. War doch klar, dass hier irgendwas kommt. So, der Kampf war ein bisschen tricky. Ich weiß nur noch nicht genau. Okay, den konnte man mit Zaubern bekämpfen, aber physisch war der relativ schwer klein zu kriegen. Die Tentakeln kann man... Was steht da im Text? Absorbiert alle Zauberangriffe, die sich gegen Guno richten. Guno ist die Schuppe. Okay, die Schuppe können wir auch nicht mit Zaubern angreifen.
Also, wir müssen erstmal die Tentakeln hier loswerden. Okay, das schaffen wir. So, jetzt benutzen wir mal Hast. Und zwar zuerst mal auf Tidus selbst. Weil dann kann er schneller die anderen mit Hast verzaubern. Yuna wechselt mal kurz für Kimari, weil Kimari kann nix. Na gut, er kann den Gegner hauen. Ach, das erkläre ich noch. Kimari hat eine Waffe mit der Eigenschaft Durchschlag. Das heißt, er ignoriert einen großen Teil der Panzerung von Gegnern und dieser Gegner ist stark gepanzert. Lulu macht erstmal nix. Und Tidus zaubert Hast auf Lulu. Jetzt macht Lulu was. Und zwar, ich glaube, Wasser waren die empfindlich gegen. Nee. Oh. Okay, die können wir gar nicht mit Zauber gescheit bekämpfen, weil guck mal. Also, gegen Blitz und Eis nehmen sie nur halben Schaden und Wasser wird sie sogar heilen. Also, wenn wir sie mit Zaubern bekämpfen, dann Feuer. Aber selbst da sind sie nicht besonders empfindlich gegen. So, jetzt schicken wir Waka nochmal ins Rennen. Der haut uns dieses Tentakelchen. Das auch prompt stirbt. Und Tidus benutzt gar nichts, er wehrt ab. Nee, er haut das Tentakel natürlich. Seufzer, Seufzer klingt nicht gut. Au. Lulu macht Feuer auf das Tentakelchen. Das sind wir los. Und du haust den Boss mal und ihr seht, viel Schaden kommt da nicht bei rum. Aber wir haben ja jetzt die Tentakeln ausgeschaltet, das heißt, er ist jetzt mit Zaubern angreifbar, nur wir wissen nicht welche. Das heißt, wir müssen erstmal Yuna wieder aufs Feld kriegen, damit die uns sagen kann, welche Zauber. So, Feuer ist er schwach gegen, das ist gut. Also kriegt er Feuer. Oh, was ist jetzt los? Oh, er geht auf. Er ist ja innen noch hässlicher als außen. Giftsekret. Mach doch meiner Yuna nicht sowas. Yuna wird erstmal hastig und heilt ihr sich erstmal selbst ihr Gift weg. So, was ist jetzt? Er ist immer noch empfindlich gegen Feuer, aber wahrscheinlich jetzt leichter angreifbar mit physischen Attacken. So gefällt mir das. Bestia rufen wir noch nicht. Eine Runde warten wir noch. Vorher gibt es noch einmal Feuer und noch einen normalen Angriff. Und jetzt rufen wir Walfaris und der wird uns sofort, der wird ihn sofort mit dem Solarisstrahl über die Wupper befördern und dann wird das hier gewonnen sein. Vernichtend. Ja, ist natürlich, also dieser Gegner ist generell nicht schwer, aber er ist viel einfacher, wenn man vorher ein bisschen trainiert hat und vor allem, wenn Tidus hier schon Hast kann. Eigentlich wollte ich auch den Gegner, den Boss im Wald erst bekämpfen, wenn Tidus Hast kann. Naja. Yeesh. Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Hey. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Ich sag's ja, eine Monsterfarm. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle. I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Na gut, dann weiter nach oben. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. So, they got fiends in Xanarkand too. Just a few. It's a big deal when one shows up though.
say, since one of you believe me about Xanarkand anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like 1,000 years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. Okay, das war ein bisschen sehr hart. Ich versuche das mal kurz aufzudröseln. Ja, also ich werde jetzt noch nicht spoilern, aber was sie natürlich meint mit ersetzen ist, wir sehen ja Chapu so ähnlich, also Chap auf Deutsch, und sie meinte natürlich, Tidus wird Chap nicht ersetzen können. Ich erkläre das, weil einige, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten haben, diesen Dialog zu verstehen. Es ist auch so, es fehlt uns noch eine Information, um den völlig zu verstehen. Obwohl, ich kann schon mal sagen, Lulu und Chap waren ein Liebespaar. Und deswegen ist sie ein bisschen, reagiert sie immer sehr heftig, wenn es um Chap geht. Und deswegen war sie auch so angefressen wegen Tidus. Ist kein großer Spoiler, das werden wir sowieso in Kürze erfahren. Aber nur dann, wahrscheinlich, wenn wir es dann erfahren, werden wir diese Szene hier schon vergessen haben. Und deswegen sage ich jetzt. So, weiter. I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Ja, das ist natürlich die andere Deutungsweise, dass Waka versucht, Chap zu ersetzen. Ist genau die gleiche Deutungsweise. Kann man genauso deuten. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen Unsinn geredet, als ich meinte, Tidus ersetzt Chap. Das ist natürlich Käse. Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Es ist schon spät. Oh, sieht aber hübsch aus, der Tempel. Irgendwie so... so ein bisschen... muschelartig, das Ganze. Oh, ich kann mich bewegen. Das ist aber schön. Ich habe gehört, dass man hier Berühmtheiten trifft. Aber ich habe jetzt noch keine gesehen. Hast du gesehen, was mit der Stadt passiert ist? Ich glaube, Berühmtheiten treffen ist jetzt nachrangig. Oh, was ist jetzt los? Okay, hört euch die Musik an. Was wollen wir wetten, dass das Arschlöcher sind? You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luka goers always win. Oh yeah? Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! Ooh. We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down. They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left, just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Hm.
Okay, wir sind fast an der halben Stunde angekommen. Jetzt ist die Frage, nehmen wir die Hallen der Prüfungen noch mit oder machen wir die nächstes Mal? Lord O'Holland, guide our feet. A summoner, are you? My name is Yuna, from the Isle of Bisaid. Donna? Wie läuft die denn rum? Also, grenzwertig. So, you're High Summoner Braska's daughter. That's quite a name to live up to. My, my, my. And all these people are your guardians? My, what a rabble. As I recall, Lord Braska had only two guardians. Quality over quantity, my dear. Whatever were you thinking? I have need of only one guardian. Right, Bartello? Der sieht auch richtig intelligent aus, oder? I only have as many guardians as there are people I can trust. I trust them all with my life. To have so many guardians is a joy and an honor. Even more so than being my father's daughter. Of course, I would never think of questioning your ways either. So, Lady Donna, I ask of you, please leave us in peace. You do what you want, Bartello, we're leaving. A guardian is someone a summoner can rely on. Someone she can trust with her life. I wondered, did Yuna feel that way about me? What's she smiling about? Okay. Hier ist ein Speicherpunkt und den benutzen wir jetzt. Und zwar speichern wir worüber? Hier, Strand. Und ja, ihr könnt anhand der Speicherstände im Prinzip sehen, wann ich das hier aufnehme. Freut euch. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Nächstes Mal nehmen wir uns die Hallen der Prüfung vor. Die haben wir ja schon mal gesehen. Hier sind sie ein bisschen komplizierter, aber auch noch nicht wirklich schwierig. Okay. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles für mich tut. Und wenn nicht, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Okay, ciao, ciao.